bin ich müde. Welcher Vollidiot hat mich nicht schlafen gelegen? Und damit guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir sind wieder. Sehr anzügliches Bild im Hintergrund. Wir sind wieder mit der. Ja, gut, jetzt habe ich erstmal die Aufnahme beendet. Ich wollte eigentlich wieder zurück switchen. Okay, gut. Wir sind wieder mit dabei und wir waren beim letzten Mal. Wir müssen ja noch die ganzen Pferde tamen. Das können wir gleich mal machen. Blups! Na, Süßes! Na? Lass mich abgeworfen. Nö, will nicht. Aber ich will. Los, akzeptier mich! Ich sagte, akzeptier mich! Ich bin dein Herr und Meister. Das weißt du. Boah, ewig, wie er mich abwirft. Hängst ein bisschen, ne? Los! Los, wirf mich ab! Oder lass mich drauf. Ja, egal. Du hast Essen. Willst du was essen? Nö. In den Kampf! Oder auch nicht. Finde doch nicht so toll. Lass mich drauf. Ich habe jetzt schon 25% Chance. Jetzt habe ich 30%. Theoretisch müsste es doch... 35, wenn ich verlasse. Nee. Jetzt habe ich 35%. Los, es klappt endlich. 40%. Los. Schneller. Die Zuschauer warten. La 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 la. Na süßer ist es. 45, jetzt mach ich hin. Du wirst den trüben Gaul da auch noch machen, weiß Bescheid, ne? Das ist so, ist so. Ist so, ist so, kann sich's ändern. Alter! Jetzt mach! Du Pferd! Hallo? Pferd? Oh, ist meins. Oh, okay. Dann wirst du noch einen Sattel gleich bekommen, damit ich auch weiß, dass du mein Pferd bist. Habe ich natürlich hier nicht und da habe ich auch keinen. Da muss ich nochmal ganz kurz. Moment. So. Ich leg die mal hier rein, zwei und zwei brauche ich ja. So. Und dann machen wir gleich mal einen beherzten Sprung. Und Mensch. Huch. Sehr schön. Dann haben wir das dritte Gegenfall mit Pferd. So, jetzt bist du dran. Komm. Zeig mir, dass du es nicht kannst. Boah, der hat aber viel Leben. Bist ein wackeres Kerlchen, ne? Da hast du sogar deinen Huf da oben noch. Cool. Wirf mich ab, los. Zeig mir, dass du es versuchst. Ja, da. Los, komm. Na los, na gut, willkommen. Feines Pferdchen. 20%, das schaffe ich. 25%. Oh, ich hab's, okay. So, siehst du, es ging noch ein bisschen schneller mit dem hier. Und dann beherzter Sprung. Und wir sind drüben. Yeah. So, da haben wir jetzt drei Gehege mit Pferden. Das sollte erstmal reichen. Und hier, ihr drüben, ihr wollt doch sicher... Ich weiß nicht, ich glaube, es wurde mal gesagt, dass das geändert wurde, dass sie keine Samen mehr nehmen. Ich hoffe, das wurde nicht geändert. Weil ich will die Samen nicht behalten. Ja, hier wurde nicht geändert. Sehr schön. Dann lege ich das mal in die Futterbox hier mit rein, die Samen. Und dann haben wir drei Hühnerchen und acht Pferde haben wir mittlerweile. Acht Pferde. Und ich mache jetzt los in neue Gefilde mit euch. Dazu muss ich aber einiges mitnehmen. Und zwar nehmen wir mit. Was nehmen wir denn mit? Wir nehmen mit. Glas nehmen wir auf jeden Fall mit. Gras brauchen wir nicht.
Wolle braucht man nicht. Brauche ich hier irgendwas? Nicht wirklich. Wir brauchen Bäume. Wir brauchen... Müsil habe ich ja nicht, gell? Schade. Wir brauchen einen davon. Wir brauchen sonst hier... Da nehme ich mal 8. Da komme ich immer... So einen Stapel mit. So, 32. Perfekt. Eine andere Stapel. Was haben wir hier noch? Eine Diamantspitzhacke. Die brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir. Hier kann ich das gebrauchen. Bemusterstein. Und den kann ich auch gebrauchen. Und das kann ich auch gebrauchen. Und hier können wir gebrauchen das. Ja, das kann ich auch gleich mitnehmen. So. Hier haben wir noch Pfeile zur Verteidigung. Warte mal, gibt's ja noch Rüstung, nämlich Eisenbrustpanzer und... Achso, das ist verzaubert, deswegen habe ich nicht angezogen. Blup. Naja, solange ist es wohl wieder halbwegs ausgerüstet. Und hier brauche ich erstmal auch nichts mitnehmen. Wir sehen uns gleich wieder, ich bin gleich wieder da. So, und dann bin ich auch schon wieder. Und jetzt geht's richtig... Nein, ich habe die Axt dabei. Nein. Jetzt geht's los, jetzt starten wir und begeben uns hier mal ein Stück von zu Hause weg, also vom zweiten Zuhause. Und begeben uns zu dem Plateau, was ich erwähnt hatte. Denn da möchte ich mit euch jetzt noch ein bisschen was machen. Und ich habe da auch so eine kleine Idee gehabt, was wir, Moment, wollen wir das rechnen? Das ist jetzt Folge 380. Bist du das hier? Ja, das bist du. Ja, das ist Folge 380. So, du fliegst weg hier erstmal. Weg, 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 weg. Das heißt, was kam für eine Folge jetzt raus? Ich glaube, gestern war 65, das heißt 15 Tage. 14. ist heute, das heißt 19 Tage plus 14. Dann ist ja bald die einjährige Folge und oh, da habe ich schon einiges geplant. Hoffe ich. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Das heißt, wir sind in der einjährigen Folge wahrscheinlich sogar noch hier. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. So, jetzt mach ich erstmal hier den Eingang weg. So, und hier kommt nämlich jetzt, fliegt nämlich dann hier. Siehst du, dazu hatte ich nämlich eigentlich den Diamant mitgenommen. Blub, brauchen wir mal Workbench wieder mal. Und ich nehme mal hier noch ein bisschen davon mit. So kommt mal das hier. Euch brauche ich später noch alle. Da, 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 hier, 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 hier. Sehr schön. Hier haben wir auch noch ein bisschen was, das können wir auch mitnehmen. Da, hier sowieso und der da noch. Jawohl. Au. Moment. So. Es kommt hier nicht mehr raus. So. Ob ich das da noch irgendwie nutze da unten? Ich weiß es nicht. Ich will mal alles nutzen. Alles, alles muss immer genutzt werden. Alles. Keine Platzverschwendung. Wir haben so wenig Platz in der Minecraft Welt. In der Minecraft Welt, wo es mir gefällt. Ach ja. So. Jetzt habe ich eine Schaufel und jetzt geht's los. Jetzt muss ich nämlich hier alles wegreißen. Und schaffe uns hier einen kleinen Eingang. Und dann werde ich einen Weg durch den Berg hochführen. Jetzt müssen wir erstmal zum Berg vordringen und der ist hier. So, jetzt kann ich hier mal nach draußen. Und ja, bin richtig. Okay, sehr schön. So, machen wir das hier so und dann gehen wir hier noch rein. Oder raus, besser gesagt. Wir gehen nicht rein, wir gehen raus.
So. Hinten sieht es ein bisschen unförmig aus. Komm hier, das kommt alles weg. Ist jetzt schon wieder Nacht oder was? Boah. Ach, siehst du, ich habe die Monster gar nicht angemacht. Ich habe mal vorhin was ausprobiert. Falls wir in der neuen Region zurück sind, habe ich nämlich da jetzt schon ein bisschen rumprobiert, wie ich das mache, was ich da, das Großprojekt, was ich da starten will. Wir haben noch so viele Großprojekte, oh mein Gott, nein. Immer nur am Bauen, die Junge. Nie bringt da was zu Ende. So, jetzt haben wir hier, kommt jetzt, Mensch, lass mal alles wegreißen hier, das sieht ein bisschen seltsam aus. So, das kann auch noch weg. Oh, und hier kann noch ein bisschen was weggerissen werden. Ich will wirklich den puren Felsen hier haben. Der sich aus der Landschaft hervorhebt. Jetzt werde ich den ganzen Felsen ringsherum, werden wir dann noch ein bisschen bearbeiten, dass da nicht zu viel Grünzeug da ist, dass sich der wirklich abhebt vom Rest. So. Ja, das sieht ja ganz gut aus so. Das muss aber nochmal weichen hier und dann kommt das dahin. Denn hier kommt dann noch der Eingang rein. Sehr schön. Und ich habe ja noch ein bisschen, ich hatte doch ein bisschen normalen Stein dabei, gell? Genau. So, da oben wird es zugemacht. Und jetzt sieht das halbwegs natürlich aus, dann werde ich jetzt da nochmal ein bisschen von dieser Erde reinklatschen. Sollte eigentlich auch zuwachsen, weil das ja recht nahe ist. Oh, vielleicht doch ein bisschen nach da, so. Und dann platziere ich hier jetzt die Fackeln. Ich kann hier aber auch noch eine platzieren, damit hier nicht so ein Zombie so mir zu schnell hier reinrennt. Und dann tue ich hier mir erst meinen kleinen Raum basteln, wo ich dann probehalber auch einziehen kann, falls mal hier so ein Zombie denkt, ey, ich komme mal hier vorbei und mach BUM! Eggfighting Zombie. Das sind ja die Creeper, die das machen, wenn man vom Teufelsch in Grün spricht. BAM! BAM! So. Wenn man von den grünen Teufeln spricht, dann kommen sie auch. Moment, das kommt jetzt wieder hierher. Und hier kommt dann eine Tür rein. 2 und 2 und 2 und 2 und 2 und 2. Ja, die müsste natürlich auch darunter. So. 1 und 2. Kommst du mit? Dann gehen wir nach drinnen und dann haben wir das Problem mit den Creeper nicht mehr. Ich sag mir, machen sie drin zu dunkel und hier kommt auch einer. Aber das sollte eigentlich an sich erstmal kein Problem sein. Wenn man eine Fackel aufhängt. So. Und weiter geht's. Machen wir uns erstmal hier so einen kleinen Raum, so einen Vorraum. Muss ja nicht besonders groß sein, eigentlich reicht das hier schon. Und dann gehen wir hier nämlich nach oben. Kann ich ja hier und hier eine Fackel aufhängen. Aber hier und hier auch noch eine, ist das schön hell. Und dann geht's hier gleich nach oben straight. Obwohl, ich würde es vorziehen, wenn wir hier. Halbstufen. Nehmen keine Treppen, sondern Halbstufen. Das heißt. 1, 2, 3, 4. Genau, immer so zwei Stufen müssen wir dann freilassen. Und dann funktioniert das auch.